Jojojo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Erstmal wundert euch nicht, dass ich hier sehr viel weit hergeholtes sagen werde, da es fast auf gar keine Fakten basiert und ich werde über ein Thema reden. Das heißt, da könnten ein paar Theorien aufkommen, aber ohne Anhaltspunkte. Das heißt, ich werde dann einfach drauf losreden und ich habe mir fast gar nichts aufgeschrieben, deswegen ist auch alles spontaner und ja, basiert auf meiner Meinung, wie es sein könnte. In diesem Video werde ich über Drachen in One Piece reden, beziehungsweise ob die irgendwann wichtig sein werden. Wir wissen, der nächste große Arc, beziehungsweise einer der nächsten großen Arcs wird Wano Kuni sein. In Wano Kuni geht es um Samurai. So, in dieses Bild passt halt Zorro sehr gut, weil er ein Schwertkämpfer ist. So, bis dahin alles gut. Und Wano Kuni hat auch, da Samurai aus Japan kommt, hat es halt diesen japanischen Flair. Und in Japan gibt es halt auch sehr viele Drachen in der Geschichte und in der Mythologie. Ich meine, es ist nicht so, dass Drachen damals existiert haben, sondern sie haben ja immer Drachen irgendwie verehrt. Es gibt auch so extra Feste von Drachen und so. Also Drachen sind dort schon sehr berühmt und bekannt und auch gerne gesehen. Das heißt, Wano Kuni hat sozusagen schon diesen japanischen Samurai-Drachen-Flair. Es gibt Drachen in One Piece, das wissen wir aus Punk Hazard, dieser rote Drache. Wir haben ihn gesehen, Zorro hat gegen ihn gekämpft, also es gibt auch Drachen, das ist ganz offiziell, ist auch kein Filler oder so, das ist Canon. Das heißt, es gibt so 100%ig Drachen, dass der Wano Kuni Arc kommt jetzt, wo es sich um Samurai handeln wird, beziehungsweise vielleicht auch mehr um Zorro. Und ja, daraus können wir schließen, okay, es wird vielleicht irgendwas kommen, was mit Drachen zu tun hat. Dazu gibt es noch sehr viele Coverpages, wo es um Drachen geht, zum Beispiel diese hier, ich blende die mal ein und dort sieht man, wie die ganze Strohbande zum Beispiel auf dem Rücken eines Drachen sind. Dazu gibt es noch Coverpages von vorher, die so auf Samurai ausschließen, das soll wahrscheinlich dann ein Foreshadowing auf Wano Kuni sein und dort hat auch Zorro zum Beispiel hat so ein Gewand und da sind so Feuer, da ist so ein Feuermuster drauf und naja, bekanntlich sollten wir ja wissen, dass Drachen Feuer speien können. Beziehungsweise in der Mythologie ist es halt so, dass Drachen halt Feuer ja erzeugen können, wie auch immer das funktioniert. Aber das ist es ja nur fiktiv. Deswegen ist es ja relativ egal. Deswegen denke ich, dass es in One Piece, dass es dort auf Drachen in Wano Kuni Arc, dass wir dort auf mehrere Drachen treffen könnten. Und vielleicht, dass Zorro irgendwie eine Drachentechnik lernt. Oder irgendwas mit seinen Schwertern macht, was mit Drachen zu tun hat. Denn es gibt auch die Revolutionäre. Und wir haben in den neuesten Folgen halt jetzt auch gesehen, Dragon und Sabo und die Revolutionäre. Es gibt ja einen Mann, der heißt Dragon. Das ist Ruffys Vater, Monkey D. Dragon. Sein Name ist halt der Drache, das ist ja klar. Und bei ihm ist es auch so. Also er heißt Dragon, hat wahrscheinlich auch Drachenattacken. Das wissen wir nicht genau. Auch seine Frucht und so wissen wir auch nicht. Es gibt ja eine Theorie, dass er eine Frucht hat, dass er das Wetter kontrollieren kann, weil es in Japan einen Drachen gibt, der über das Wetter herrscht. Sowas in der Art. So eine Theorie gibt es auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht von mir. Und auch in der neuesten One Piece Folge im Anime, also viel von der neuesten One Piece Folge, die Vorgeschichte von Sabo war halt auch, da waren auch viele Filler dabei, es war nicht alles 100% so wie im Manga. Und dort hat man gesehen, dass Dragon so, also immer überall wo er auftaucht, ist allgemein irgendwie Wetter, Regen, man sieht ihn, er taucht irgendwo auf und es kommt ein krasser Wind, so wie er Sabo rettet und so. Das ist alles echt komisch gewesen und Sabo hat ja auch jetzt Drachenattacken. Er macht so zum Beispiel hat er so eine Attacke, die Dragon irgendwas Claw heißt und er haut so in den Boden rein und da kommen halt so, ja, Drachenwellen und so ein Wirbelsturm, aber er hat halt keine Teufelsfrucht zu diesem Zeitpunkt gehabt, obwohl da muss ich anmerken, das sind Fillerfolgen. Aber auch abgesehen von den Fillerfolgen gibt es ja seine Attacke und zwar die Drachenklaue mit seiner Hand. Er formt seine Hand zu so einer Drachenklaue und schlägt dann sozusagen zu und jetzt hat er noch die Feuerfrucht bekommen und Drachen können ja Feuer speien, das wissen wir. Deswegen, ist er so ein feuerspeiender Drache sozusagen, beziehungsweise Sabo ist ja für diese Farbe blau bekannt und blaues Feuer ist ja eigentlich heißer als
rotes Feuer sozusagen, und Sabo ist dann sozusagen, hat dann auch was mit Drachen zu tun. Also wir sehen, es gibt sehr viele Anspielungen zu Feuer, über Feuer in One Piece, und deswegen denke ich, dass Drachen eine große Wichtigkeit haben könnten, denn es gibt zum Beispiel auch die Theorie, beziehungsweise man sieht es ganz kurz, auch im Manga und im Anime, dass auf Rogers Schiff sich ein Ei befindet, und das sieht sehr nach einem Drachenei aus. Ich kann es euch mal einblenden, und da es gibt sogar so Merchandise von diesem Schiff, von Gold Roger, und da ist auch ein Ei drauf gemacht. Also es gibt wirklich sehr viele Indizien dafür, dass Drachen eine Wichtigkeit bekommen könnten in One Piece. In welcher Art werden wir sehen? Ich hoffe, es hat was mit Zoro zu tun. Vielleicht auch mit den anderen Mitgliedern. Es könnte sein, vielleicht irgendwas mit Chopper. Ich meine, er hat die Mensch-Mensch-Frucht, kann verschiedene Formen annehmen. Eine Drachenform wäre da, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben. Da brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Das wäre echt viel zu viel. Aber Sabo, Dragon, Zoro, die haben ja sehr viel mit Drachen zu tun. Deswegen hoffe ich, dass One Piece auch in diese Richtung ein bisschen einschlägt. Zwar nicht so übertrieben wie bei Fairy Tail, da geht es ja so wirklich um Drachen die ganze Zeit. Aber ich hoffe dennoch im Wano Kuni Königreich, dass es dort Drachen gibt oder dass irgendwas mit Drachen weiterhin vorkommt. Gab auf jeden Fall ein Mädchen, was die Teufelsfrucht hatte, dass sie mit Tieren reden konnte, und sie hat halt mit einem Drachen geredet, auf so einen alten Drachen irgendwie aufgepasst. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wenn ich das Bild hier einblende. Und ja, deswegen hoffe ich, dass in One Piece in Zukunft mehr auf Drachen eingegangen wird, und im Wano Kuni Königreich sehen wir dann wahrscheinlich, beziehungsweise hoffentlich sehen wir da Drachen. Was hält ihr von diesem Thema? Wollt ihr Drachen in One Piece wirklich im Mittelpunkt mal sehen? Ich hoffe es auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Das war's von diesem Video und bis zum nächsten Mal. Haut rein!